So, herzlich willkommen zurück. Also, jetzt habe ich vor lauter Anwohner hier schon im Fenstermodus, im Bildschirmmodus wieder gestartet. Wir machen mal da. Das sieht besser aus. Wobei es echt ein geiles Bild ist, by the way. Es war Frühling, wir haben jetzt eher Herbst draußen, aber okay. Trotzdem schönes Bild. Sehr schnieke. Weißt du was? Werde ich mir gleich mal speichern. In meine Favoriten Sammlung kopieren. So, genug rumgespielt. Wir wollten My Test Login Vollbild. Finde ich eigentlich okay. Langsam kriege ich raus, wie OBS funktioniert. OBS findet das Fenster immer erst dann, wenn ich wirklich im Spiel drinne bin. Das heißt, OBS geht wirklich nach den Titelnamen. Und der Titelname ist nämlich anders. Er ist nämlich, wenn man im Spiel ist. Was mache ich hier gerade? Egal, ich muss sowieso raus. Ich muss sowieso das hier machen, damit ihr seht, was ich meine. Im Menü hat er nämlich gar keinen Titel hier oben drinne, beziehungsweise hier unten sieht man MyTest 6 Hauptmenü. Das ist der Titel. Und erst, wenn man im Spiel drinne ist, ändert sich der Titel zu MyTest 6 Mehrspieler jetzt, also hier unten steht es auch schon drin, wir nehmen Mehrspieler. Und scheinbar dadurch, dass ich in MyTest das Fenster so integriert habe, dass das ist, dass da dieses Mehrspieler drin ist, findet er das Fenster auch erst dann, wenn ich im Spiel drin bin. Das Witzige ist, wenn ich einmal im Spiel drin bin oder das Fenster damit gefunden hat, behält das Fenster. Wenn ich jetzt wieder im Hauptmenü bin und hier wieder Einzelspieler, also Hauptmenü steht, dann ist das Fenster in OBS im Fenstermodus immer noch aktiv. Ne? Wenn ich jetzt hier reingehe, ich gehe jetzt mal, ne? Starte jetzt mal das Spiel. Bup, hat das gefunden. Aber wenn ich jetzt ins Hauptmenü gehe, behält das auch. Aber wenn ich das Programm beende und neu starte, hat das nicht. OBS. Aber zumindest verstehe ich langsam, ne, woran der Fehler liegt und lerne damit entsprechend das auch zu überleben. So, Vollbild. So, voilà. Ja, OBS. So, es wird gerade dunkel. Sehr gut, denn wir werden uns jetzt mal direkt auf eine Monsterjagd. Ah, nee, wir wollen dann noch Rüstung bauen. Ich hoffe mal, das reicht auch für eine Rüstung. Das hat ja gut funktioniert. Wie geht denn das? Ach, das Eisen, das ist gar nicht Stein. Das ist ja Eisen. Wir brauchen Leder. Och nein. Gut, dann werden wir jetzt direkt mal ins Bett gehen. Wo ist mein Bett? Hallo? Ach da. Wir werden also mal direkt ins Bett gehen. Und werden dann mal am nächsten Tag ein bisschen Kühe klatschen. Also hier mit der Schere bearbeiten. Schere. Schere. Wo ist meine Schere? Wir müssen unbedingt mal hier erstmal die Kisten einsortieren. Alter, wir müssen so viel machen. Holy moly. Schere, 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 Schere. Habe ich die bei? Nein, habe ich nicht dabei. Ach, ich hab's falsch. Weil ich hatte natürlich doch schon ein Schwert. Danke dafür. Hier ist die Schere. Danke dafür. Kühe. Kühe. Oh, da sind Monster. Kann ich die einfach so schneiden? Nee, kann ich gar nicht. Das heißt, die Kühe muss ich umbringen. Lol. Sorry, Kühe, aber ich muss euch leider umbringen. Oh, da oben ist ein Creeper. Warum sterben die aber nicht in der Sonne? Ich dachte, tags verbrennt alles. Die gesamte. Guck mal, die Skelette brennen. Gut, wie viel haben wir? Wir haben gerade nur drei, ne? Wo ist das Zeug? Ach, da, ja. Kacke, wir müssen also 24 Kühe umbringen. Da habe ich aber gar keinen Bock drauf. Das ist ja einfacher, Eisen zu finden. Okay, das ist sehr deprimierend. Da, das ist sehr deprimierend. Kann man die echt nicht irgendwie schälen oder so? Mit Messer rechtsklick geht auch nicht.
hart auf den Sack. Ja, so viel zum Thema Rüstung. Gut, dann lassen wir es erstmal sein mit der Rüstung und machen erstmal hier weiter. Ich würde gerne in der Kiste alles machen, was so wertvoller ist. Also sowas hier oder Lebensmittel oder sowas. Und so die Kramkiste mit so sowas hier und sowas hier und sowas hier sind die Kiste hier. Das heißt, wir machen hier auch schon mal den ersten Scheiß rein. So. Das kann. So, dann mach das hier natürlich unten rein. Warte mal kurz, ich mache das mal hier unten frei. So. Damit ich da nicht durcheinander komme. So, das kann alles in die andere Kiste. Das kann alles in die andere Kiste. Ja, schwer zu entscheiden, egal. Hauptsache erstmal grob sortiert, dass beide Kisten, also nicht hier eine komplett voll ist und die andere leer ist. So, reicht aus. Genug sortiert. Easy. So, wir haben ja leider keinen Monster-Spawner für Zombies bisher gefunden. Das heißt, ich werde traurigen Herzens erstmal wieder Weizen überall einpflanzen. Das ist sowieso erstmal, solange bis wir überhaupt irgendwas gefunden haben, eher das Sinnvolle. Hallo? Ja, man kann ja damit füttern, ne? Lol. Siehst du, wir können so eine Tierbauernhöfe bauen. Brauchen wir aber erstmal viel Platz für. Okay, machen wir ja erstmal, dann mache ich hier nochmal ein bisschen Gras und dann bauen wir mal ein paar Ställe und pflanzen mal ein paar Tiere an. If you know what I mean. So. Da brauchen wir. Quatsch. Machen wir hier. Ganz viel Holz. Wir haben actually ganz viel Holz. Ja, wobei geht so. Ich ernte mal noch ein bisschen Holz. Ja. So, erstmal hier die Grundausstattung. Wobei das erstmal hier, ne, das wird schon mehr verbraucht. So, meine neue Grundausrüstung hier. Da haben wir keine Gabel, einen Löffel. Also hier, ne, wisst ihr schon. Schipp und so. Okay. Gut, man hätte schon wieder neue Kühe, aber egal, wie gesagt, ich habe keinen Bock, 24 Kühe umzubringen. Da ruft ja der nächstgelegene Tierschützer an. So, wir brauchen ganz viel Holz. Schön, dass wir bekommen auch gleich ein paar Äpfel. Sehr nice, die Bäume hier kann ich stehen lassen. So. Wobei der Baum hier kann nochmal weg. Okay, jetzt müssen wir mal überlegen, wie wir hier am besten die Gatter anordnen. Ich würde 2x2 Gatter machen. Dann haben wir einmal was für Hühner, für Schweine, Schafe und Kühe. Brauchen wir eigentlich alles. Oder? Gibt es noch mehr? Keine Ahnung. So, das heißt, wir brauchen ganz viele Fenster. Wir machen erstmal das Ganze zu Holz. So, so, so. Nee. Ich brauche erstmal Stecker. Wir haben hier noch massiv Stecker und wir haben sonst keine Stecker mehr. Okay.
So, ich finde übrigens jetzt, dass es jetzt auch Wassertiere gibt, so super schön. Guck mal, Delfine. Gab es ja früher bei meinem Test nicht. Da gab es zwar die Dinger überall, die immer an Land geschwommen sind. Aber ansonsten gab es halt kaum Vielfalt. Jetzt gibt es auch Delfine und Wasserkloaken. Diese bunten Blöcke, die überall im Wasser sind. Hier. Ich habe Schnieke. So, wir wollen das und das. Ja, das hat ja gut funktioniert. So, 20 Stöcker hier, 20 Stöcker da. Und dann haben wir erstmal ganz viele. Wir nehmen erstmal alles. So, mal gucken, wie weit wir damit reichen. Erstmal hier das Blätter wegmachen. Das ganze Gras. So, sonst haben wir hier demnächst direkt die Polizei am Hals. So, hier können wir noch ein bisschen Erde machen. By the way, mache ich auch mal direkt. Eigentlich können wir hier komplett durchziehen, ne? Diese Kuhle hier ist eher schlecht als recht. Haben wir so viel Erde? Nee, ne? Wir sollten uns also definitiv mal eine Metallschippe bauen und dann erstmal hier ein bisschen Erde klatschen. Okay. Klingt nach einem Plan. Ich komme schon wieder von Hundertstel ins Tausendste. Hey, das kann ja nur gut werden. Kommen wir nehmen gleich mal zwei hier. Kostet ja nur ein Eisen. Zum Glück Schippen sind ja super preiswert. So, und dann werden wir hier actually mal. Okay, ist immer nur einmal Erde. Ach nee, ist doch schon mal Erde. So, hier werden wir mal schön das Loch reinschlagen. Und zwar bis hier. Dann ist nämlich auch gleich unser Ding hier ein bisschen nicht so lang, ne? Alter, das war ja hier im Chor-Korn. War ja schon Hardcore-Chor. Du kommst hier nie wieder raus, ist dir klar, ne? Ich finde übrigens das total süß, dass man durch Tiere einfach durchlaufen kann. So, bis da vorne geht's. Heißt, ich nehme die Reihe auch noch weg. Ah, nicht ganz. Ich nehme die mal nur hier weg. Und dann ab hier so. Sonst ist mir hier die Küste zu steil. Ne? So, jetzt sollte ich genug Erde haben, um alles aufzufüllen. Und vielleicht hätte ich noch ein bisschen über haben. Ich würde so gerne gleich hier die ganze Erde abbauen, ne? So viel schöne Erde, die man später für irgendwas benutzen könnte. Für irgendwas Sinnvolles. Naja. Ja, Schafchen, du kommst jetzt hier nicht mehr raus, ne? Ist ja schon klar. Das war's dann mit dir. Bye, bye. Oh. Bleibt echt stecken. Lol. Ja, gut. Also wenn jetzt keine Tierschütze und das nächste Tier. Sorry. Es tut mir überhaupt nicht leid, dass ihr bekloppt seid. Ihr seid so dumm. So richtig dumm. So. So und so und so. Voilà. Jetzt haben wir hier eine schöne. Machen wir hier noch einen hin. Eine schöne, was auch immer. Und hier schön viel Platz für. Wir gehen mal lieber pennen. Wobei, ich wollte mal gucken hier, wie es aussieht jetzt hier mit. Zombies, aber wie gesagt, so ohne Rüstung ist relativ dumm. Ich sollte also erstmal mein ganzen Stuff hier wegpacken und dann kommt der erste Zombie. Klingt so süß, der Kleine. So, erstmal mein ganzes wichtiges Stuff hier wegpacken. Dass, falls wir drauf gehen, wir nur unser Schwert verlieren und ansonsten nichts Wichtiges. So. Da sollte passen. Ich habe das überhaupt nicht sortiert, aber ist mir auch völlig egal. Let's go. So, Zombies. Alter, man sieht halt gar nichts. Warum ist hier so dunkel? Wir nehmen mal so ein paar Dinger mit hier. So, damit wir hier eine Kampfarena haben, ne? Damit wir hier mal was sehen. Kommt her.
Ihr Schwulettis. Nicht, dass ich einen Schwul hätte, aber mit Schwulettis fühlt sich direkt jeder beleidigt. Und das ist ja der Sinn und Ziel davon. Ne? Also easy. Warum ist hier hinten noch eine Kerze? Die packe ich mal lieber hier so hin. Melde. Oh, okay. Achso, wir haben überhaupt keine Nahrung mehr. So, machen wir ein bisschen was essen hier. Da wollen wir mal ein paar Herzen bekommen. Oh, eine Spinne? Ich glaube, die sind gefährlich. Ja, geht so. Ich meine, ohne Rüstung ist alles gefährlich. Seien wir mal ehrlich. Los! Wo bleiben die Gegner? Ey, Leute. Eine Raid sieht aber anders aus hier. Das ist ja eher Raid 5 oder was? Da, ist die Spinne. Gut, Spinnen bringen mir genau genommen gar nichts. Ich brauche Zombies. Los, Leute. Mehr Zombies. Wo bleiben die Zombies? Oh, Enderman, mit dem will ich nicht rumspaßen, sind nämlich verdammt schnell. Warum kriegen wir keine Herzen? Anderthalb Herzen haben wir. Das ist nicht gut. Ich meine, ich würde jetzt noch nach oben klettern, schnell was zu essen holen. Oder ganz ehrlich, geht doch hier hin. Voilà, muss reichen. Erstmal mitten im Raid, erstmal schön Melonen holen, easy. Ja, die Endermänner machen mir gerade ein bisschen Angst, weil die zu bekämpfen wird nicht möglich sein, ohne Rüstung, mit 4 Herzen. Aber die scheint auch nicht anzugreifen, die scheinen eher friedlich, die greifen mir nur an, wenn ich die angucke, ne? Oder ich bin einfach nur zu weit weg, keine Ahnung. Nee, der ist völlig unberührt. Okay, das heißt, die Endermänner greifen mich nur an, wenn ich die angreife. Gut, aber wo bleiben die Zombies? Ich meine, es spawnt ja relativ viel jetzt in der neuen Mindtest-Version, weil die ja immer so in Gruppen spawnen. Aber jetzt gerade spawnt ja gar nichts. Außer diverse, grüne Dinger. Creeper. Da hinten ist einer, da ist irgendwo einer, wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe. Ich gehe mal hier ein bisschen rauf. Ist mal mordsgefährlich, weil ich hier nichts sehe. Wegen, weil es dunkel und so. Aber irgendwie muss ich ein paar Viecher anlocken. Scheint aber nicht so zu funktionieren. Scheint gar nicht zu funktionieren. Kann sein, dass das insgesamt nicht, also nur eine begrenzte Anzahl an Mobs spawnt. Und die Mobs-Anzahl einfach schon erreicht ist, weil die ja haufenweise Tiere sind. Das ist ein Skelett. Brauche ich auch nicht. Schnauze. Schon vier Endermäne. Was? Geil, wollte ich gerade sagen. Oder ist wieder ein Skelett? Aber sonst sehe ich hier auch keine Monster. Der Creeper ist auch weg, der da hinten rumgetront ist. Vor allem die kreisen alle bei meinen Kackmelonen rum. Jetzt kann ich mir nicht mal mehr eine weitere Melone holen. So, der hat gerade geschossen da hinten. Sah kurz so ein bisschen so aus. Warum noch die alle bei. Egal. Ich hole mir trotzdem mal noch ein paar Melonen hier. Ah, das war ein Zombie. So, wo bist du? Zombie? Ach, so ein Ding. Leute, ehrlich gesagt, ist mir gerade echt ein bisschen zu dumm. Kein Bock mehr. Der Enderman ist natürlich viel zu nah. Ah! Hey, wie ist denn der drauf? Warum nur diese Kleine? Weil die Kleinen droppen halt gar nichts. Und dieser Kack Enderman da hinten so verhindert, dass ich ins Bett gehen kann. Mein Leben ist Dreck. Ich will hier weg. Tratitel, tratutra, tratram.
Kombi. Oh. Der droppt nur Fleisch. Da ist eine Spinne, ein Skelett. Hier ist ein Schwein. So viel Schwein muss ich erstmal haben. Da sind 60 Milliarden Kühe drin. Was machen die da zum Teufel? Ich glaube, die werde ich erstmal den Gnadenstoß verteilen. Gut, die beiden Tieren, die hier drin sind, müsste ich eigentlich auch den Gnadenstoß geben. Aber hey, drauf geschießelt. Diese Folge ist so spannend. Vor allem, wenn dieser Kack-Enderman nicht weggeht, komme ich da nicht mehr ins Bett. Es ist zum Heulen. Ist doch nicht wahr. Alice möchte irgendwie ein bisschen umbringen. Ganz ehrlich, mach ich jetzt auch. Der kann zwar, glaube ich, hier hoch teleporten. Wenn ja, bin ich am Arsch. Oh, er hat mich schon im Visier. Ups, ich habe so lange angeguckt. Wenn ich jetzt hier runtergehe, müsste ich eigentlich geschützt sein, ne? Weil er braucht 3 Blöcke. So, das heißt, hier kann ich ihn in Ruhe umbringen. Yay! Nee. Der hat sich gerade teleportet. Der sitzt jetzt gerade über mir, ne? Ja. Feierabend jetzt hier. Meine Fresse. Hier doch. Leute, schickt das Arbeitsamt. Jutchen, neuer Tag, neues Glück. Wir werden jetzt mal direkt. Was denn eigentlich? Ganz ehrlich, komm, wir gehen Kühe klatschen. Da unten sind so viele drin. Oh, mein Schwert ist fast tot. Da unten schon wieder ein Enderman. Was wollen die eigentlich alle von mir? Leute, was los mit euch? Schwert. Wo ist mein Schwert? Da. Da wird jetzt wieder ein Creeper. So. Alle Kühe, die gekühlt werden wollen, wegkühlen. Denn ich, Ronny Kuh, werde die Kühe verkühlen. Keine Kuh ist gestorben, okay. Ich verstehe nicht, warum die Kühe nicht am Tage sterben. Warum ist die scheiß Wichser so okay? Oh. Ja, das war mein erstes Schwert. So. Das ist voll die Mobfalle, ne? Die kommen ja gar nicht mehr raus. Jürgen, wie viel haben wir? Wir haben 9. Also ich meine, die Hälfte haben wir damit schon zu unserer 24. Vielleicht belohnt sich es also doch. Aber ganz ehrlich. Ich bin doch so ein Tierfreund normalerweise. Da kann ich das doch nicht machen. So, wo sind eigentlich die ganzen Gatter jetzt hin? Die Gatter haben wir da drin. Erstmal hier ein bisschen aufräumen. Ihr könnt weg, du kannst weg, du kannst weg. Und ganz ehrlich, kannst auch erstmal weg. So. Gatter. Wo ist die Mitte? Flumte Titte. Ich würde mal sagen, wir machen bis hier. Das ist dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Machen wir genau 13 breit. Das passt ja genau. So, das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier müsste die Mitte sein. Bei 6, genau, ist ja. Mit dem Ding jetzt 7 und hier müssen jetzt auch 7 sein, ne? Also 1, 2, 3, 4, 5, genau. 1, 2, 3, 4, 5, perfekt. Gemessen von die Wissenschaft. So, jetzt ist aber die Frage der Fragen. 1, 2, 3, 4, 5. Wenn jetzt hier die Mitte wäre, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, wir bekommen es perfekt quadratisch hin. Oh, ist das geil. Da blüht ja direkt mein Herz auf. So. Das heißt, hier kommt eine Mitte.
Hier kommt eine Mitte. Ich glaube, wir brauchen aber viel wesentlich mehr Fans, ne? Das wird somit 60 Stück nicht reichen. Okay, und jetzt müssen wir vor allem mal gucken, wo die ganzen Türen dann später hin sollen. Wir müssen ja irgendwie auch reinkommen. Da würde ich... Okay, ganz ehrlich, weißt du was? Dann macht es ja fast eher Sinn. Das Blöde ist halt, hier ist halt unser Ausgang. Das würde jetzt genau in diesen Dings reinlaufen. Guck mal, hier wäre die Ecke. Genau bei unserem Ausgang. Das ist halt ein bisschen dumm. Das heißt, wir machen es mal doch zwei schmaler. Ungefähr so hier. Dann kommt das also hier so hin. Die Welle können also wieder weg. Ich hole mir eine Axt. Habe ich eine Axt dabei? Nee, habe ich da weggepackt. Wegen Tiere, Monster und so. Eine Axt. So. So, das wäre dann nämlich da so. Und da so. Hey. So. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Ich meine, ich kann hier eine Tür hinmachen. Dann kann ich hier die beiden Türen hinmachen für die beiden Gatter. Die Frage ist, wie erreiche ich das Gatter hier hinten? Das will, also klar, ich könnte es hier hinten Türen machen, aber das will ich nicht. Das wäre dann so weit weg von da. Da würde ich lieber gerne mit einem Durchgang oder irgendwie sowas arbeiten, aber... Keine Ahnung, wie ich das realisieren soll. Ich meine, ich könnte ganz ehrlich... Oh, das wird... Okay, oh, das wird architekturmäßig sehr interessant. Ich brauche viel mehr Holz. Ich brauche viel mehr von diesen Bäumdingern. Scheiße. Wo ist das Holz? Hallihallöchen. Ey, Boys and Girls. Are you fucking kidding me? Bin ich gerade blind oder blöd oder beides? Da. So. Wir brauchen erstmal Holz. Wir packen die erstmal hier mitten irgendwie rein, bumm, wo wir die schon abernten können. Meine Idee ist nämlich folgendes. Wir machen da so hier so ein Gatter hin. Hier so ein Gatter hin. Ne, denn hier so ein Gatter hin. Und hier ist ein Durchgang zu dem Gatter. Das heißt, das hier ist etwas kleiner. Ist nicht symmetrisch. Sollte aber optisch sehr geil aussehen. Ne, ist ein bisschen abwechslungsreich quasi. If you know what I mean. So, ne, hat man hier so ein kleines Tor. Da kann man nämlich auch hier so ein kleines Tor hinmachen für das Gatter. Da hat man da so ein Gatter und da vorne die beiden Gatter für diese beiden Felder. Das ist doch ganz geil. Oder wir könnten ganz warte mal ganz kurz. Ja, eben. Oh. Oh, okay. Ich glaube, ich habe... Oh mein Gott. Ja, komm. Wir machen es ganz anders. Leck mich am Arsch. Ich bin gerade komplett in Verrücktheit ausgebrochen. Jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Jetzt wird gebumst. Wir machen actually hier das Ding hin. Oh Mann, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt mache. Dann machen wir hier ein Ding hin. Hier war nämlich der Mittelsteg von den beiden hinten. Oh mein Gott, was tue ich hier gerade? Warte mal ganz kurz. Das heißt, hier wären Gatter von Gatter. Hier wären Gatter von... Ich hätte es aber eher... erstmal die Bäume weg. Die irritieren mein 3D-Sehvermögen. Los, sterb schneller. Alle tot, okay. So, jetzt mal überlegen.
Ich würde gerne. Hier ist das Gatter. Da haben wir noch keine. Komm, wir bauen jetzt mal mehr Zäune und vier Gatter. So kann ich ja überhaupt nicht denken. So, hier haben wir keine Holzstöckchen mehr. Haben wir hier noch Stöckchen? Ja, hier haben wir noch Stöckchen. Okay. So, das heißt, wir brauchen 64. So. Und jetzt müssen wir noch, ne, hätte ich beinahe vergessen, wir müssen ja auch noch die anderen Dinger machen, die Gatter. Da bekommen wir immer nur eins. Das ist ja geil. Brauchen wir also hier, da und da. Vier Stück. Holy moly. So, okay. Jetzt folgendermaßen. Wenn ich bauen möchte, hier ist der Eingang, ja. Das heißt, hier kommt so zu. Danke dafür. Ne, hier ist so unser eine Gatter. Ja, also hier ist so das eine Gatter, hier ist so das andere Gatter. Hier gattern wir rein. Ich glaube, du musst weg. Und dann machen wir ehrlich gesagt einfach dazu und dazu. Und dann da. Ich glaube mal, so wird es optisch am besten aussehen. So. Das heißt, wieso stockert das gerade so? Ich habe keine Ahnung. Warum ist hier eigentlich Sand? Gut, das tausche ich später noch aus mit Erde. Geht das? Ja, geht. Wird schon wieder dunkel? Oh, wir sind schon wieder voll über der Zeit. Okay, nächste Folge geht's weiter. Es wird schon wieder dunkel hier. Bis dann.